Also nach Daten einer Krankenkasse haben psychische Störungen zu 80% zugenommen in der Corona-Krise, vor allem Depressionen, Ängste, auch Schlafprobleme, auch Essstörungen haben zugenommen. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass 70% der Betroffenen mit Magersucht jetzt vermehrte Gewichtssorgen haben und die Tendenz hatten, noch weniger zu essen, wahrscheinlich als Folge einer erhöhten Stressbelastung jetzt in der Corona-Zeit. Ich habe es also tatsächlich bei vielen Patienten erlebt, dass sie durch die Corona-Krise erstmals in so eine psychische Erkrankung reingerutscht sind. Das habe ich bei mehreren Patienten mit Essstörungen gesehen, auch mit Ängsten und Zwängen. Aber bei vielen ist es eher so, dass sie schon eine Vorbelastung haben, schon eine Krankheit besteht und jetzt in der Krise einfach Rückfälle hatten durch den Stress oder durch fehlende Therapiemöglichkeiten. Menschen mit psychischen Erkrankungen leiden oft schon unter Einsamkeit. Da sind auch besonders ältere Menschen natürlich stärker betroffen. Und die fehlenden Sozialkontakte und auch die Unsicherheit bezüglich der Zukunft ist einfach eine deutliche Stressbelastung und hat zu vermehrten Sorgen, Ängsten, Niedergeschlagenheit, Einsamkeit bei vielen geführt. Es ist für uns alle natürlich eine Belastung auch, die Unsicherheit, wie es weitergeht, für viele auch finanzielle, auch existenzielle Sorgen. Und wenn man da vermehrt grübelt und sich Sorgen macht, ist man noch nicht psychisch krank. Also psychisch krank fängt ja dann an, wenn der Alltag beeinträchtigt ist, wenn ich zum Beispiel ständig niedergeschlagen bin, antriebslos bin oder den Tag überhaupt nicht mehr strukturieren kann oder so starke Ängste habe, dass ich mich im Alltag oder auf den Beruf nicht mehr konzentrieren kann. Dann würde man von einer psychischen Erkrankung sprechen. Das Maskentragen ist nicht gefährlich und per se fördert nicht psychische Krankheiten. Es gibt natürlich Menschen, die haben Panikattacken und die haben Anfälle, wo sie denken, jetzt kriege ich keine Luft mehr. Und wenn die dann so eine Maske tragen, kann sich dieses psychische Symptom verstärken. Wir würden, obwohl der Körper maximal mit Sauerstoff versorgt ist, diesen Menschen würden wir raten, sie sollen die Maske tragen. Das ist für die auch eine Übung, dass das nicht gefährlich ist. Es gibt die einzige Ausnahme, es gibt Menschen, die haben sehr, sehr schwere Atemwegserkrankungen. Für die kann es tatsächlich schon wieder eine Beeinträchtigung sein, wenn sie so eine Maske aufhaben. Aber im Allgemeinen wird das überschätzt, dass das irgendwie gesundheitsschädlich oder auch psychisch belastend ist. Es ist eher die Einsamkeit, die fehlenden sozialen Kontakte oder dass man einfach weniger Therapiemöglichkeiten hat.